So, und hier erstmal die Leiter ganz provisorisch wieder hin. Und zack. Und hier auch noch mal zack und zack. Jo. Ich dachte, ich falle jetzt hier runter, aber nein, zum Glück ja nicht. Wir haben ja hier Sicherheitsglas verarbeitet. Haha. So. So, da muss ich ja hier ranspringen. Genau, machen wir es jetzt erstmal hier mit dem Zeug, mit Fackeln. Leuchten wir uns das Ding erstmal hier aus. So, dass wir hier zumindest noch das Ding hier rumlaufen können. So. Okay. Erstmal das Grundlegende hier schaffen. Das ist jetzt schon die Frage. Hier am besten gleich den setzen. Wa? So. Hier auch nochmal so hin. So, okay. Und jetzt geht es hier wieder nach unten. Erstmal den Grund so hinkriegen. Erstmal den Grund hinkriegen. Feinschliff kommt noch. Wir müssen erstmal überhaupt es erschließen, ja, dass wir so eine Ahnung haben, wo wir überhaupt dahin wollen. Okay, ich weiß ja, wo ich hin möchte, und zwar genau dahin. Aber ja, wir müssen trotzdem erst einmal das dann so hinkriegen. Da kommen hier nochmal eine Fackel. Das Ding hier muss auch noch mal größer sein. So, dann kriegen wir das Ding auch so. Na bitte, so. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Na, ich hoffe, dass das hier gleich uns den Weg erhält. Oh ja, da haben wir schon. Meine Gott. Also, mein Gott, da hätte er doch so jedenfalls mal seinen Magen knurren lassen hören hier so. Dass man mal so sowas hört, ja. So ein Geräusch hätten sie auch mal einbauen müssen. Dass man so sagt, oh, war das meiner oder war das deiner? Und dass dann der Minecraft-Mannequin sagt, na, meiner war das. Fütter mich, du Arsch. So, dass man halt eine Ahnung hat hier, was wir noch machen müssen. Der ist hier schlimmer als ein Tamagotchi. Nicht, dass wir jetzt hier noch auf seine sozialen Kompetenzen Rücksicht nehmen müssen. Von wegen, oh, willst du dich mal wieder mit einem Dorfbewohner unterhalten? Oder vereinsamst du jetzt hier so langsam, während wir die ganze Zeit bauen? Soll ich dich noch mal ein bisschen streicheln? So wegen zwischenmenschlicher Kontakt und so? Oh, muss man ja aufpassen. Der hat ja auch hier soziale Bedürfnisse. So. Na bitte hier, na bitte, haben wir doch. Super Sache, ja. Also das hätten wir hier schon mal zumindest erschlossen. Und
dann kommen wir jetzt hier auch unten ran. Ja, na super duper. So, zack und zack und zack und zack und blam 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 blam. Ach, verflucht! So. Nochmal, ja, bam! So. Komm her! Da war noch, da lag doch noch was. Hier, komm. Also, mir fällt das hier gerade so oft, dass dieser. Dass unser Charakter mal so hin und wieder kurzsichtig und mal wieder weitsichtig wird. Also, der springt dann auch gern mal von der Anzeige her. Was mich ein bisschen verwundert, aber nun gut. Wenn euch das auch schon aufgefallen ist, also das ist jetzt hier nicht irgendwie, weil mein Rechner irgendwie kacke ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, das hängt mit dem Mod zusammen, dass der mal so hin und her springt wegen der Grafikauflösung. Wenn ihr da eine Möglichkeit habt, diesen Bug da zu beheben, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie Bugfixet habt. Das ist mir nämlich schon ein paar Mal aufgefallen. So, okay. Dann wollen wir mal hier. Ach, verflucht hier. So. Oh ja. Zack und zack und. Was machen wir jetzt hier? Das ist natürlich scheiße jetzt hier. So. Jetzt machen wir das nochmal so. So, 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 so. Oh ja, super, duper. Okay. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich jetzt hier gleich nochmal den Rand so legen würde? Ja, kann man machen. Muss man nicht? Kann man. So. Dann könnte ich rein theoretisch. Ich überlege gerade. Halt, Moment. Nee, ich habe einen Denkfehler. Ich habe einen Denkfehler. Ach, verflucht. Da müsste ich. Der müsste jetzt so einer sein. Ja, ich möchte das hier. Jetzt machen wir es doch mal symmetrisch, Freunde. Ja, jetzt machen wir es nochmal symmetrisch. Also bei sowas bin ich dann doch ein Freund von Symmetrie. So. Bei Lagerwirtschaften. Okay, so. Und. Okay, dann kommt hier nur eine Einertruhe hin. Also hier kommt. Wow! Mann, ey, ja, scheiß Kies hier. Streusplitt, elendiger. So. Sei froh, wenn wir dich zum Winter wieder rausholen. Ja, um dich auf die Straße zu schmeißen. So. Zack. Okay. So. Also da kommt nur eine einzelne Kiste drauf. Genauso wie dahin. Ja, weil, puh, wie soll ich das jetzt erklären? Weil ich finde jetzt, es muss ja auch so eine Kleinkisten geben, wo man dann einfach mal so ein Viertelfanz-Zeug hineinwirft. Was jetzt nicht so oft gefarmt werden muss. Also ich sag jetzt mal sowas wie, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht gerade so eine Gemüsetruhe hat wie wir, wo man alles reinknallt, sondern einfach mal nur was für die komischen Samen, die man da so sammeln kann. Ja, wenn man jetzt so eine Truhe zum Beispiel macht, dann kann man jetzt da zum Beispiel die ganzen Würstchen da reinpacken, die ganzen Samen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. So. Ja, ich finde diesen Grafikeffekt hier nicht so geil. Dass da so ein kleiner Fehler entsteht hier, so ein Grafikfehler. So ein Schatten.
Nee, du sollst nicht untergehen. Ja, aber so könnte man das machen. Dann macht man hier noch eine weitere Reihe ähnlich so aufgebaut. Ja, und dann halt je nachdem, das kann man dann immer wieder erweitern. Und ja, hier kann man dann halt noch nach oben gehen. Dann würde ich jetzt hier, keine Ahnung, so weit würde ich das hier noch gar nicht mehr bauen. Ich würde hier vielleicht ein bisschen mit Lava dann arbeiten. Dann würde ich hier nämlich so eine Art kleine Schmiede hinzimmern. Genau, dann macht man da halt so eine kleine Schmiede hin. Halt so ein bisschen mit Lavafluss und so, dass das dann aussieht, als ob man da, keine Ahnung, bei Fenris oder bei Thor oder bei irgendjemanden, bei Ares persönlich, bei Hephaistos persönlich leben würde, ja. Dass dann einfach da wirklich ein Lavafluss läuft und dass man dann da Amboss hinknallt, dann halt Haufen Hochöfen. Ja, das könnte man so machen. Und dann hier das Stockwerk tiefer, dann hier so eine kleine Lagerwirtschaft. Keine Ahnung, mit, ja, wenn man das hier dreimal so dupliziert, also eins, zwei, dass man jetzt hier noch vielleicht eine so eine Passage macht und dann vielleicht noch eine. Also, dass man dann halt hier, dass das der Hauptgang ist sozusagen. Dass das der Hauptgang ist, hier kommt man dann hin. So, das Ding kommt ja hier, wird ja auch noch zugemacht. Dementsprechend. Also, dass man hier rauskommt und dass es hier dann vielleicht noch so weiter nach unten geht. Ich weiß es noch nicht, ob wir das dann einfach verlängern oder. Ja, ich glaube, das verlängern wir einfach. Dass das dann hier noch weiter nach unten geht und dann halt noch die weitere, noch die unterste Etage erreicht. Ja, also so können wir es machen. Aber dass man dann hier halt einen Weg bis ins Unendliche reinbauen könnte, um dann die Lagerwirtschaft hier unten weiterzuführen. Ja, also dann verschwindet das hier auch irgendwie aus irgendwelchen großen Lagerhäusern oder sonst irgendwas, dass man jetzt hier über Land bauen müsste. Käme natürlich auch nicht schlecht, ja, wenn man dann so ein Überland-Lagerhaus bauen würde. Ja, kann man auch machen. Das ist jetzt erstmal, damit wir es zentralisiert haben. Und hier nach wie vor habe ich in Planung, hier so einen kleinen runden Turm hochzuziehen und hier dann halt so ein kleines Art Fachwerkhaus an dem Ding dran, so dass man dann halt so einen kleinen Ausguck hat und natürlich, dass man dann von hier aus dann in Richtung Norden eine Bahn baut. Ja, also das ist noch so ein Mammutprojekt, was ich mit euch stemmen möchte. Ja, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich hoffe, ja, sagen wir es mal so. Aber Glas haben wir genug. Also damit können wir zumindest erstmal diesen Weg zumindest einseitig zimmern. So. Dass wir das jetzt nicht von hier auf jetzt hinkriegen, das müsste eigentlich jedem klar sein. Aber ja, es wird kommen. Es wird kommen und nach wie vor, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man mal so bauen könnte. Ja, also. Ich habe auch noch einiges in Planung. Ja, also zum Beispiel, wenn wir dann das blaue Gebirge uns erschlossen haben, den blauen Brocken, dann würde ich dann auch mal sagen, dass wir uns dort auch so eine Bergfestung widmen. So, wenn wir dann halt einfach hier auf den Knopf drücken, einfach mal da sind und dann wieder mal zurückfahren können. Also das habe ich hier wirklich so in Planung. Das wären echt so die Sachen, die ich begrüßen würde. Ja, erst einmal. Ja, und eventuell, vielleicht finden wir dort sogar ein Dorf, dann könnten wir hier uns vielleicht noch ein paar Villager herziehen, ja, oder wir bauen uns dann da halt ein Dorf auf, weil das ist halt hier unser Anfang gewesen. Hier kann man ja sich dann immer wieder zurückziehen, ja, also besteht ja die Möglichkeit, ja, also sesshaft sind wir ja schon ein wenig geworden, hier mit unserem Knopf und unserer Technologie des Erntens, ja. Dschungelgebiet finde ich jetzt nicht so pralle. Ich finde es nur pralle, wenn man dann halt die ganzen Bäume abrodet und dann halt diese saftigen Wiesen so sieht. Das finde ich wiederum cool. Aber halt diese Bäume, die finde ich absolut hässlich, echt. Hier diese komischen Mangofrüchte oder was daran hängt, das finde ich nicht gut. Ja, finde ich echt nicht gut. Deswegen würde ich es dann wirklich bevorzugen, wenn wir dann Richtung Norden ziehen, gen Norden und dort halt mal vielleicht sogar ein Pilzbiom finden. Auch wenn Pilzbiome auch für mich abgrundtief hässlich sind, aber dann habe ich zumindest so eben schon mal gefunden. Ich habe das nämlich noch nie gefunden. Ja, genau.
Und nach wie vor, da können wir immer wieder hier zurückkehren. Da können wir da hinten vielleicht einen Bauernhof aufbauen. Ja, da können wir Meltas Abenteuer auf dem Bauernhof erleben. Ja. Und hier noch so ein anderes Projekt, was ich vielleicht starten möchte, ist entweder hier oder hier. Ich glaube eher hier, dass wir hier noch, dann noch so ein riesengroßes Schiff hinzimmern. Oder doch hier. Mal gucken. Kriegen wir hin. Nee, hier ist scheiße. Hier haben wir ja den Abfluss. Dann machen wir es hier hin. Ja, und dann hier noch so eine Schlangenbrücke und da vielleicht ein Leuchtturm. Und ach, das wird alles noch gehen, ja, Freunde. Das wird alles noch. Das machen wir halt hier fix und schick und so weiter und so fort, Freunde. Ja, und somit, ja, möchte ich mich jetzt auch einfach mal wieder verabschieden. Bedanke mich wieder recht herzlich, dass ihr mir wieder treu geblieben seid. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Und somit, Freunde, ciao, ciao, euer Meltas.